Wir befinden uns im Rätselbuch der Renaissance im Verzeichnis aller Rätsel. Im Moment sind wir oder mittlerweile im Bereich Allegorien, Symbole und Metaphern. So, und jetzt kommt ein lustiges Rätsel, sagen wir mal. Wer ist für das Wetter verantwortlich? Da haben wir ein Bild. Ich weiß, ob du schon drauf kommst. So viel verraten will ich nicht. Aber da sind zwei Personen und hier ist eine Schlüsselübergabe. Okay, wir gucken. Jetzt kann ich es einfach nicht lassen, dir die Geschichte mit Petrus zu erzählen. Jedes Mal, wenn wir schlechtes Wetter haben, dann rege ich mich tierisch auf und mecker herum, weil Petrus den Schlüssel für den Himmel bekommen hat. Also ist der Schlüssel hier das Symbol. Wer den Schlüssel zum Himmel hat, kann mitbestimmen. Nun sollst du aber das ganze Bild sehen, denn es ist nicht nur ein Bild, das die Schlüsselübergabe von Jesus an Petrus zeigt, sondern auch eines der besten Beispiele für die Zentralperspektive. Dieses Fresko hat Pietro Perugino 1481 bis 82 auf einen Wandteil in der Sixtinischen Kapelle gemalt. Darüber, das hatten wir ja, kommt nach einer Reihe mit den Päpsten, dann Vorfahren Christi, die delphische Sibylle und Jesaja von Michelangelo und geht dann in die Sintflut über, wenn du dann das Deckenfresko betrachtest. Michelangelo arbeitete erst von 1508 bis 12 an der Decke. Neben Perugino haben Sandro Botticelli, Cosimo Roselli, Luca Signorelli und Domenico Ghirlandaio die großen Wandfresken gemalt. Hier wird übrigens Freskos geschrieben, das ist falsch, Fresken. Während Michelangelo die Decke und die Altarwand ausgestaltet. Das hatten wir aber schon. So, jetzt gucken wir mal hier unten. An der Wand der Sixtinischen Kapelle haben wir die Schlüsselübergabe. So, und ich warte noch einen Augenblick. Wir gucken noch mal oben nach der Perspektive. Wer ist für das Wetter verantwortlich? Okay, ich mache Schluss.